Herzlich willkommen zum Towercast Nummer 257. Heute wieder in der Retro-Ausgabe. Und ich bin der Flo und mit mir heute am Werk der Kim. Hallo. Hallo, Flo. So, und jetzt werden vielleicht die ersten Augenbrauen gehoben und man fragt sich, hä? Wieso ist denn der Flo mit dem Kim hier und wo ist der Addis? Bin ich der schon wieder? Genau, bin ich der schon wieder? Und vor allem, wo ist Addis? Addis ist doch immer der Retro-Cast-Typ. Ja, und jetzt hier bitte Staatsmusik abspielen im Hintergrund. Addis ist von uns gegangen. Also ihm geht's gut, keine Sorge. nein, Addis hat das Endtower-Projekt verlassen aus persönlichen und Zeitgründen. Also jetzt nicht, dass wir irgendwie im Streit auseinandergegangen wären oder so. Er ist aber einfach nicht mehr mit dabei. Und an der Stelle, Addis, du fehlst uns. Und ich hoffe, du kannst die Zeit, die du jetzt ein bisschen gekriegt hast, noch super nutzen. Und die Folge ist ist so ein bisschen ihm gewidmet, sage ich jetzt mal, ne? Ja, das wird auch mit Sicherheit auch ein Spiel sein, worüber wir jetzt reden, was er auch gezockt haben wird. Da gehe ich schwer von aus. Ich würde fast sagen, dass zumindest in unserer Generation oder jeder, der einen Gameboy hatte oder immer noch hat, wer weiß, hat dieses Spiel gespielt. Die Rede, ja. die Rede ist vom Super Mario Land, dem ersten Gameboy Mario-Titel und gleichzeitig einem, der, ich glaube, kein anderes Mario-Spiel bis heute sticht so dermaßen aus der Reihe hinaus wie Super Mario Land. Nicht mal Mario in Time. Ja, welches Mario war noch mal dieses Weirde auf dem Super Nintendo? Meinst du der das zweite Teil? Das, du meinst das Zeitreisending? Oder welches meinst du? Nee, mit dem, jetzt oute ich mich hier als richtiger Mario-Noob. Das mit dem Rüben aus dem Boden holen und sowas. Achso, das war auf dem NES damals. Das war Super Mario. Ach, das war NES, stimmt. Das war der zweite Teil, ja. Aber selbst da gibt's immer noch mehr Verbindungen und zur Hauptserie später als das, was Super Mario Land hat. Aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. Bevor wir uns jetzt aber hier irgendwie mal so in die Details zu dem Spiel reinstürzen, frage ich jetzt gleich mal, Kim, hast du es gespielt damals? Aber natürlich habe ich es gespielt. Ich kann dir jetzt nicht sagen, obwohl doch, das kann ich sagen, ich wollte gerade sagen, ob ich es zu Release gespielt habe. Nein, habe ich nicht, weil da war ich noch nicht geboren. Da musste ich noch 3 Monate, musste sich die Welt noch gedulden, bis sie dieses Glück haben durfte. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich natürlich ein Gameboy-Kind seiner Zeit war und auf jeden Fall dieses Spiel auch hatte und vermutlich etliche Male durchgespielt habe, weil mir damals wahrscheinlich gar nicht bewusst war, dass es eigentlich gar nicht so lang ist. Nee, überhaupt nicht. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, wie schnell man dieses Spiel durchhaben kann. Ja, ich muss sagen, ich hab's, glaube ich, kann es nicht genau sagen, aber wenn nicht zum Release, dann relativ kurze Zeit später gespielt, denn Super Mario Land war damals einer der Gründe, warum ich einen Gameboy haben wollte. Denn mein Nachbar hatte einen und der hatte Super Mario Land und ich wollte das unbedingt haben. Und meine Eltern hatten eh schon schlechtes Gewissen, weil mein Bruder damals sein Amiga hatte und was weiß ich nicht alles und ich quasi in Anführungszeichen nichts. Also sind sie mit mir dann irgendwann los und haben mir einen Gameboy gekauft. Und da merkt man so wieder ein bisschen, ich kannte das Spiel vom NES schon, also Super Mario Bros., das erste. Denn ich wollte damals unbedingt gleich noch ein Link-Kabel, damit mein Kumpel und ich zu zweit spielen können. Hab damals natürlich nicht geschnallt, dass das gar nicht ging. Ja, ich wollte gerade sagen, wollte nicht eigentlich im Prinzip auch früher, auch in der Prä-Pokémon-Zeit, jeder wollte so ein Link-Kabel haben, obwohl er gar nicht wusste, was er damit machen soll. Ja, richtig. Also wir haben dann Tetris zusammengespielt, das war auch okay, aber wir haben dann beide natürlich niemals auf die Packung geguckt und unsere Eltern anscheinend auch nicht. Und wir dann so, oh, wir haben das Link-Kabel, jetzt können wir zu zweit spielen, weil auf dem NES geht das ja. Und es ging aber nicht. Das war ein bisschen ärgerlich.
Aber ja, ich habe es auch sehr früh gespielt und es kam mir damals, glaube ich, auch länger vor. Denn man muss auch sagen, jetzt gleich zu Beginn, das ist von der Kürze her wirklich fast so wie das Super Mario Bros. Auf dem NES. Ich glaube, sogar noch einen Ticken kürzer. Eine knappe Stunde braucht man, glaube ich, bis man das Spiel durch hat. Oder, glaube ich, noch weniger. Da bist du schon gut dabei. Ja, mit 40 Minuten ist man, glaube ich, schon gut dabei. Also, ich habe es jetzt im Rahmen. Es ist ja für die Virtual Console auf der Switch. Dass ihr die ihr habt, wenn ihr ein Nintendo Online-Abo habt. Dann könnt ihr diesen Titel jetzt seit einem Monat oder so spielen. Der ist jetzt mittlerweile online verfügbar und ich habe ihn jetzt als Vorbereitung für diese Folge zweimal gespielt und halbe Stunde, glaube ich, halbe Stunde, ja. 35 Minuten, sowas um den Dreh und dann war man durch. Gerade wenn man die Sachen halt schon so ein bisschen kennt, weil da natürlich viele, viele überraschende Elemente vorhanden sind, ja. Dann düst man da eigentlich relativ schnell durch. Ja, aber bevor wir da drauf eingehen, würde ich sagen, kommen wir mal ein bisschen zu den allgemeinen Fakten zu dem Spiel. Es ist damals am 21.04.1989 in Japan erschienen, in Europa fast anderthalb Jahre später. Das waren noch Zeiten. Ja, ne, wo es kein gleichzeitiger weltweiter Release gab, nämlich am 28.09.1990. Also, es ist schon ziemlich mit einer ziemlich Verspätung gekommen. Und eigentlich sollte das Spiel eine Beigabe für den Game Boy sein. Also es sollte dem Game Boy beiliegen, aber wir alle wissen, das ist nie was geworden, denn Tetris ist dieses Spiel geworden. Was jetzt auch kein Fehler war. Nee, das haben sie ja auch marketingtechnisch gesagt, dass die Chance, dass Leute, die den Game Boy kaufen und vorher keine Nintendo-Konsole gespielt haben, nicht wissen, wer Mario ist. Das war damals hatte Mario noch nicht diese Sogkraft und deswegen hat man gesagt, Tetris, das ist was, das spielt auch Mama, Papa und die Oma. Und es stimmt, wie oft meine Mutter mir den Game Boy weggenommen hat, um Tetris zu spielen oder später Dr. Mario. Ja. Ja, also ist keine Beigabe für den Game Boy geworden. Und das Spiel entstand eigentlich, weil man wollte beweisen, dass die Jump'n'Run-Erfahrung vom NES auch auf einem Handheld möglich ist. So, und jetzt müssen wir uns, also jetzt reisen wir ein bisschen zurück in die Zeit. Der Game Boy kommt auf den Markt. Und wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist er schon zu der Zeit eigentlich technisch ziemlich veraltet. Das ist jetzt bei Nintendo-Konsolen beziehungsweise bei Nintendo-Hardware jetzt nichts Neues, dass die schon zu Beginn nicht die allerneueste Hardware hat. Aber der Game Boy hatte schon zu der Zeit sehr starke Konkurrenz. Zum Beispiel in Form des Atari Lynx. Der hatte nämlich ein Farbdisplay und allgemein eine stärkere Prozessor etc. pp. Also das Ding lief einfach potenter. Vom Lynx hatte ich, bis ich erwachsen geworden bin und mich mit den Retro-Sachen beschäftigt habe, nie gehört. Kanntest du den früher? Nee, absolut nicht. Ich war durchaus auch ein Sega-Kind, aber auch vom Game Gear oder so, da wusste ich damals gar nichts von. Da sieht man aber auch, dass die Zeit noch ein bisschen anders war, weil wenn man sich wahrscheinlich die richtigen Magazine zu diesem Zeitpunkt halt nicht gekauft hat, dann wusstest du einfach nicht davon. Außer du hattest vielleicht irgendwie in deiner Nachbarschaft oder so eins von den Rich Kids, das irgendwie alle Geräte hatte. Dann vielleicht, aber mir war das alles gar nicht bekannt. Für mich war Sega, war für mich so Mega Drive und sowas und nachher dann mit Sonic natürlich bekannt. Aber Atari hätte ich vielleicht gekannt durch die alten Atari-Computer maximal, weil das irgendwie einer aus der Familie hatte. Aber der Lynx, der war mir absolut kein Begriff. Für mich gab es als portables Spielgerät definitiv nur den Game Boy. Das war auch gar keine Frage irgendwie, ob man jetzt eine technisch stärkere Plattform möchte oder so. Es gab sie einfach nicht. Nee, bei uns gab es übrigens einen Rich Kid im bekannten Kreis, der hatte den Game Gear. Und dann waren wir alle mega eifersüchtig und neidisch, bis wir das Ding gespielt haben und gesehen haben, dass da irgendwie 6 Batterien rein müssen oder, glaube ich, sowas. Ich glaube 8 und das, sogar so, ne? Oder, ich wollte gerade sagen, oder noch mehr und der Akku nach 2 Stunden leer war. Das Ding war ein Batteriegrab. Da waren wir dann alle nicht mehr so neidisch. Aber vom Lynx hatte ich damals auch nichts gehört. Der schien aber gerade in den Staaten sehr dominant zu sein. Und dementsprechend war für Nintendo klar, okay,
man muss jetzt auf, wenn man nicht auf die Hardware setzen kann, dann muss man auf Titel, also die Software setzen. Und das ist ja die Stärke von Nintendo schlechthin. Denn auch eine Switch kommt nicht an eine PlayStation 5 und eine Xbox One ran. Aber trotz allem hat Nintendo wirklich hochkarätige Spiele. Und deswegen verkauft sich die Konsole auch so super. Bis heute. Und das sollte Super Mario Land bieten. Wir Weil sie damals mit dem Game Boy, fand ich, haben sie das schon sehr, sehr krass ausgereizt. Weil im Prinzip war da schon, ich sag jetzt mal, die Nerds, die waren ja schon von Anfang an am Meckern. Und wie lange sie ja das Gerät noch mitgezogen haben, haben sie nachher beim Super Nintendo ja genauso gemacht. Ja. Das war schon krank. Aber sie hatten halt die Argumente auf ihrer Seite, weil sie vom Spieleportfolio, da konnte halt niemand das Wasser reichen. Das muss man einfach so sagen. Nee, überhaupt nicht. Deswegen, die Geschichte gibt ihnen recht, auch wenn man vielleicht nicht meinen möchte, dass es funktioniert hat, aber wir konnten es ja freuen. Das hat Nintendo zu viel Aufwind geholfen. Wir können nachher ja mal drüber sprechen, inwiefern sich Super Mario Land und Super Mario Bros., weil das war damals das quasi das Vorbild, sich ähneln oder unterscheiden. Ich würde jetzt aber erstmal noch mal ganz, ganz kurz auf die Entwicklungsgeschichte eingehen, denn die ist auch schon ein bisschen was Spezielles. Denn für die Entwicklung war damals nicht Shigeru Miyamoto mit seiner Abteilung Nintendo Entertainment Analysis und Development, also EAD, das sind diejenigen, die haben alle Mario-Titel vorher gemacht. Also Super Mario Bros. Und Super Mario 2, die waren dafür zuständig. Und für Super Mario Land war die Abteilung Research und Development zuständig. Und das waren eigentlich die Hardware gemacht haben. Mhm. Und heute allgemein auch bekannt als R&D-1-Team. Genau. Und Gunpei Yokoi damals. Genau, der war aber nämlich vorweg. Genau, der war nämlich auch für die Entwicklung verantwortlich. Also der Ingenieur des Game Boys, Gunpei Yokoi und sein Kollege Satoru Okada, denen wurde gesagt, passt mal auf, ihr macht jetzt mal das neue Super Mario Land. Und warum die? Warum nicht Miyamoto und Co.? Ganz einfach, die hatten keine Handheld-Erfahrung. Die wussten nicht, was sie mit dem Handheld wie anstellen können. Die waren da nicht versiert drinne. Und dementsprechend haben die sich an Super Mario Bros. 3 schon gesetzt. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, weil da kam, glaube ich, dann nichts mehr, an dem Miyamoto zwischendrin gearbeitet hat. Danach kam noch eigentlich im Prinzip als nächstes Spiel Super Mario World. Genau, Super Mario Bros. 3 und dann World, genau. Ja, genau. Und dann durfte Gunpei Yokoi und Satoru Okada ran. Und die beiden hatten aber auch gleichzeitig gesagt, sie wollten ein Spiel, das sich auch ein bisschen abhebt von den beiden vorherigen Super Mario Bros. Spielen. Und das ist eigentlich, also heute würde man sagen, das ist doch völliger Blödsinn, aber damals war das gar nicht so abwegig. Denn was gab's denn? Es gab Super Mario Bros. Mit der Mario-Formel, wie wir sie kennen. Und du hast es gerade schon gesagt, Kim. Super Mario 2, das ja auch wirklich völlig anders war. Und dementsprechend hat sich Gunpei Yokoi wahrscheinlich gedacht, jo, jetzt versuche ich hier auch mal meinen Stempel zu hinterlassen. Aber die Geschichte sollte zeigen, bis auf eine einzige Figur aus dem Spiel, nämlich Prinzessin Daisy, hat sich nichts in die Zukunft gerettet. Ja, stimmt. Wobei man fairerweise sagen muss, ich glaube, die Entscheidung, das Hardware-Team ranzulassen, das war schon eine sehr gute Entscheidung. Das zeigt aber auch, ich sag mal, ich will jetzt nicht übertreiben, aber wie klug Miyamoto tatsächlich ist, weil man kann, glaube ich, sagen, dass daraus kein schlechtes Spiel entstanden ist. Und gerade die technische Beschaffenheit des Game Boys, also sagen wir mal die noch niedrigere Auflösung und das kleine Display, das zwingt ja einfach die Entwickler auch dazu, andere Sachen zu machen. Und wenn du damit halt nicht vertraut bist, ich erinnere mich an diese Bilder von Super Mario World aus irgendeiner Doku, wo die ja diese Level per Hand aufgezeichnet haben auf solche Sheets und sowas. Wenn sie das ja im Prinzip gar nicht vorher so kannten auf dem Game Boy, dann ist es smart, das auf die Leute auszulagern, die sich halt mit dieser Hardware auskennen. Ja, definitiv.
Und der Erfolg sollte ihnen recht geben. Das Spiel hat sich sehr gut verkauft. So, und jetzt gibt es die unterschiedlichsten Verkaufszahlen. je nach Quelle geht entweder 14,2 oder 20 Millionen Verkäufe. Nintendo selbst hat offiziell 18 Millionen verkaufte Einheiten angegeben. Also, das ist ordentlich. Jo. Und im Jahr 2011 wurde das Spiel dann noch mal für die Virtual Console, für den 3DS, re-released. Dann in wirklich in Farbe, wenn ich mich nicht irre. Ich habe es damals nicht auf dem 3DS gespielt. Ich habe aber Screenshots davon gesehen. Und danach war es auch nicht vorbei. Es kam auch noch ein weiteres Super Mario Land, nämlich Super Mario Land 2, The Six Golden Coins. Und das kennen wiederum sehr viele als das Spiel, wo das erste Mal Wario eingeführt wurde. Ja, das habe ich auch sehr, sehr gefressen. Ja. Und ich glaube, bis heute nicht durchgespielt, weil ich das auch sehr schwer fand. Aber ja, müsste ich auch noch mal nachholen. Ja, und dann irgendwann ist aus dieser Super Mario Land-Reihe die Wario Land-Reihe geworden. Ich weiß nicht, ob sich das die beiden Chefentwickler das damals so gedacht haben. Ich glaube eher nicht, aber wahrscheinlich nicht, nee. Da, im Endeffekt hat das auch seinen Stempel ein bisschen hinterlassen. Also so viel zur Entwicklungsgeschichte. Kommen wir doch mal zum Spielprinzip. Denn ich habe es vorhin schon gesagt, das Spiel ist eine Anomalie in der Mario-Reihe. Denn es macht eigentlich fast alles anders, als es die kommenden oder die späteren Spiele tun. Aber ist gleichzeitig auch ein sehr klassisches Mario. Ja, richtig, richtig. Also es schafft diesen Spagat, dass man von Anfang an das Gefühl hat, boah, das spielt sich wie ein Mario. Und gerade wenn man es heute spielt, denkt man sich häufiger, was ist denn das hier? Das hat doch nichts mit Mario zu tun. Jedenfalls, also in einigen Sachen. Eins hatten wir schon gesagt, statt Prinzessin Toadstool, aka Peach, müssen wir Prinzessin Daisy retten. Aber wusste man das damals? Ich glaube, ich nicht. Ich glaube, also, den Prinzessin Toadstool, den Namen hatte ich damals. Ja, den so. Ja, aber dass in diesem Spiel im Prinzip eine andere Prinzessin. Ja, doch, doch, das weißt du, weil Mario sagt doch jedes Mal, wenn du den Boss besiegt hast, oh Daisy. Ah ja, stimmt. Aber das dem habe ich gar keine Bedeutung irgendwie beigemessen. Das war für mich einfach so, ja, okay, man rettet halt wieder die Prinzessin. Ich denke, was anderes wird es auch nicht gewesen sein. Und ja. Warum sie sich da gegen Peach entschieden haben und für Daisy, man weiß es nicht. Heute ist Daisy ja ein bisschen die etwas toughere Prinzessin von beiden, die hauptsächlich in Sportspielen eigentlich noch größtenteils auftritt. Ja. Jo. Dann haben wir noch den Endgegner, der nicht Bowser oder King Koopa, wie er damals hieß, ist, sondern ein Alien. Es ist auch so eigentlich echt hanebüchen. Tatanga heißt der Gute. Und der erobert nicht das Pilzkönigreich, sondern Sarasaland mit seinen vier Königreichen. Und diese Königreich, ja? Ist der eigentlich noch mal Thema geworden irgendwann in einem anderen Spiel oder so? Nee, nie wieder. Okay. Und diese Königreiche, also während wir im Pilzkönigreich ja wirklich eine Fantasy-Welt quasi haben, die nichts mit unserer Welt zu tun hat, nicht mal ansatzweise, sind diese Königreiche in diesem Sarasaland echten Ortschaften bzw. Regionen in unserer Welt nachempfunden. Das Startkönigreich Birabutu heißt das, ist ägyptisch angehaucht. Das zweite sind im Stil der Osterinseln. Das nächste ist eine Unterwasserwelt. Und das vierte ist quasi Asien, also so ein chinesisch-asiatischer Stil. Und das ist, ich weiß nicht, ich finde das so interessant, dass man sich da wirklich gesagt hat, wir gehen jetzt komplett fern von diesem Fantasy-Szenario, das in beiden Spielen vorher genommen wurde, und erden in Anführungszeichen das Ganze ein bisschen mehr, weil wir sind ja teilweise in Pyramiden unterwegs. Wir auf der Osterinsel kämpfen wir gegen diese Maui-Köpfe, die sich hin und her bewegen. Im Allgemeinen auch die Gegner, die sind alle viel geerdeter. Also wir haben Spinnen, Käfer, gut, Bienen, die mit Speeren werfen.
Aber weniger sowas wie die, wie jetzt wir in den anderen Spielen haben. Die einzigen, die wirklich drinne vorkommen, sind die Koopas oder die Goombas und die, ja, die Schildkröten, die, ja, die Koopas im Endeffekt. Ja, wobei die Koopas ja zu Bomben werden, sobald ja. man auf sie springt. Die Goombas sind ja relativ ja, ähnlich gehalten zu den vorherigen Spielen, aber was sie sich bei den Koopas gedacht haben, das weiß ich auch nicht. Wie hat denn das auf dich jetzt so in der Retro-Perspektive? Hast du es noch mal gespielt vorher, ja. bevor? Wie hat denn das auf dich gewirkt? Ja, ich habe es auch noch mal durchgespielt. Und was ich tatsächlich direkt woran ich denken musste, war diese Diskussion, als als Super Mario Odyssey rauskam für die Switch und dieses New York Donkerville drin war. Und man war so, ah, ist das jetzt so cool, dass Mario jetzt auch quasi eine Verbindung zur echten Welt hatte. Und das hatten wir halt eigentlich schon. So, ne? Das ist im Prinzip gar nichts Neues. So. Aber ich weiß, dass mich das damals schon mehr oder weniger verwirrt hat. Und ich mir aber wahrscheinlich gar keine Gedanken drüber gemacht habe. Ich habe halt einfach gesagt, ja, es ist halt Mario, ich spiele es halt einfach und dann war es okay für mich. Aber es ist schon ein deutlicher Unterschied zu dem, was man davor halt kannte. Und ob einem das jetzt gefällt oder nicht, das glaube ich, das scheiden sich die Geister, das ist jedem selbst überlassen. Ja, aber es ist auf jeden Fall mal ein ganz neuer Approach und ja, was einfach was Neues, was es so noch nicht gab vorher. Ja, und es ist halt auch tatsächlich so, also wenn man es jetzt heute in der Retro-Perspektive spielt und guckt, in welche Richtung es sich entwickelt hat alles, dann ist einem völlig klar, dass warum Miyamoto gesagt hat, nee, da übernehme ich fast nichts. man hat Daisy übernommen und das war's. Weil das Spiel hat ja auch noch nicht nur, dass es für unterschiedliche Gegner hat, es bricht ja auch völlig mit dem bekannten Spielprinzip an sich. Wir haben, also das Spiel besteht aus 4x3 Welten. Und am Ende jeder von dieser dritten Welt, also wartet ein Boss auf uns. Und diesen Boss, das ist auch schon so interessant, den kann man wie auch früher besiegen oder man rennt unter ihm durch und aktiviert Knopf, soweit so bekannt. Aber es kommt ja zwischendrin sogar Shoot-em-up-Passagen drin vor, wo wir mit Mario einmal in einem U-Boot und dann mit einem Flugzeug von links nach rechts fliegen und auf Gegner schießen. Also das ist nicht mehr Mario per se, sondern ein komplett anderes Genre, in das hier reingetaucht wird. Aber ich fand das im Nachhinein, klar, ich wusste das noch im Kopf so ein bisschen und habe mir wie du damals nichts drüber, also nie was dabei gedacht. Aber heute denke ich mir, ist schon geil, dass sie das sich damals getraut haben und gesagt haben, nö, das machen wir jetzt so. Ist doch völlig egal, wie es vorher war. Ja, also natürlich wirkt das jetzt auch, wenn man das vielleicht heute nachholt, dann denkt man, was haben die dann sich eingeschmissen dabei? Aber man darf ja auch die Zeit nicht vergessen. Zu der Zeit waren ja einfach beispielsweise Shoot'em-ups sind ja das Ding gewesen so. Und es ist ja, Mario oder Spiele an sich versuchen ja immer irgendwie bis heute Genres zu kreuzen und sowas. Und es ist ja dann irgendwo nur nachzuvollziehen, dass irgendwie eins der größten Genres der Videospielgeschichte zu der Zeit ja, im Prinzip in Mario implementiert wird und versucht wird, daraus irgendwie was Eigenes zu basteln. Das finde ich, also im Nachhinein, wie gesagt, wirkt es ein bisschen weird, aber eigentlich ist es super nachvollziehbar. Ja, auf jeden Fall. Und es wirkt auch, also es spielt sich echt gut. Es gibt ja, auch. Man muss aber auch gut sein. Das ja, gut, wenn man es nicht kann. Also ich muss sagen, jetzt gestehe ich's, ich habe wirklich zwei Anläufe gebraucht, denn beim ersten Mal spielen, da kommen wir bestimmt noch zu, habe ich ein bisschen mit der Steuerung gefremdelt, was auch daran lag, dass ich das Hori Splitpad Pro dran hatte und das irgendwie nicht so richtig, nicht gut damit funktioniert hat. Das heißt, ich musste das abnehmen. Ich bin das erste Mal bin ich tatsächlich inklusive dem ersten Continue am Spiel gescheitert und musste noch mal von vorne anfangen. Ja, ich finde, die im Prinzip die erste Hälfte des Spiels, die ist noch
recht verzeihend. Und da muss man auch jetzt nicht sein ganzes Skill-Repertoire auspacken. Aber was so spätestens so ab diesen Osterinseln anfängt, das ist schon knackig. Also diese im Prinzip die Blöcke, wenn sie in Einzeln dastehen, die sind schon relativ klein. Also da sind sehr präzise Sprünge notwendig. Und auch was an Gegnern abgefeuert wird in dem Spiel. Aber vorher waren es halt, wie gesagt, wie du halt schon sagtest, oftmals halt Kumbas und Kubas und die sind halt nicht so gefährlich. Aber gerade zum Beispiel auch in diesem asiatischen Level, da kommen ja irgendwie diese, ich weiß gar nicht, was das sein soll, asiatischen Mädchen oder so. Hexen, die, was auch immer. Ja, man weiß es nicht. Aber die springen ja, oder die verfolgen dich, springen auf dich zu und du kannst sie halt gar nicht platt machen, weil sie dann immer wieder kommen. Ja, und mit der Feuerblume, beziehungsweise mit den Feuerkanonen, Kanonkugeln, das ist auch so geil. Da haben sie sich ausgedacht, nee, das machen wir jetzt anders. Wenn man die Feuerblume aufnimmt, schießt man mit richtigen Bällen, also nicht mit Feuerbällen, sondern mit so Kanonkugeln, die vom Boden abprallen. Und das kann man und muss man teilweise auch echt strategisch nutzen. Das habe ich in dem vierten Level, den du gerade erwähnt hast, den China-Level, echt häufig gemacht, um diese springenden Mädchen oder was auch immer das darstellen soll, zu erledigen. Ja, wobei das auch zu Problemen führen kann mit der Kugel, weil ja immer nur eine Kugel im Screen sein kann. Ja. Das heißt, wenn du Pech hast und die prallt halt öfter ab und bleibt irgendwo hängen, dann hast du vielleicht durchaus mal 2 Sekunden, wo du wieder nicht feuern kannst und dann stehst du halt da und bist machtlos. Ja, also es ist wirklich ein interessantes Spiel und gerade auch von technischer Seite eigentlich her so ein bisschen. Denn wenn man mal so guckt, es war damals ein Schwarz-Weiß-Spiel. Ja. Und gemessen an den damaligen, dafür auch, dass es eines der ersten Titel für den Gameboy war, der Fortschritt konnte nicht gespeichert werden, was jetzt nicht wirklich schlimm ist. Wobei ich das zwischendrin, ich glaube, als Kind habe ich mich ein paar Mal geärgert, weil man dann auch irgendwie zwischendrin mal den Gameboy weglegen musste oder so. Und dann musste man immer wieder von vorne anfangen. Aber es gab kein Passwortsystem, es gab kein Speichersystem. Also beides nicht vorhanden. Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es als Kind wirklich durchgespielt habe. Das kann ich heute gar nicht mehr sagen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich vermutlich die erste Hälfte des Spiels ein Vielfaches mehr gespielt habe als die späteren Level. Und das, ja, das zeigt es ja im Prinzip auch, wie du gerade sagtest, man hatte vielleicht dann auch nur eine halbe Stunde und dann kam man halt nur bis Level 3 oder vielleicht sogar noch weniger. Und zu der Zeit hat man ja einfach Spiele auch immer und immer und immer wieder gespielt und deswegen sind wahrscheinlich auch, also gerade dieses erste Biom und die ersten Level, die sind so in meinen Kopf eingebrannt und wahrscheinlich habe ich gar nicht oft die Asia-Levels gespielt, weil ich da gar nicht hinkam. Ja, und wobei, da kommen wir später drauf zu sprechen, auf die Musik. Ich würde jetzt noch mal ein bisschen. Der ist auch ein Thema für sich hier. Ja, ich würde jetzt noch mal kurz beim Technischen bleiben. Und zwar hat das Spiel, bedient sich der Sidescroll-Technik. Das heißt, es bewegt, die Szenerie bewegt sich horizontal. Und zwar nur das. Und das Spiel ist nur in der Lage, nach vorn zu scrollen. Das heißt, das hatte ich zum Beispiel, wenn ich einem Gegner ausweichen musste und dann irgendein Block, so ein Fragezeichenblock verpasst hatte, wo vielleicht ein Herz oder ein Pilz oder sonst was drin gewesen wäre, dann war der zwar noch sichtbar, aber ich konnte mit meiner Figur nicht mehr weit genug nach links gehen, um den zu betätigen. Das ist mir so oft passiert, dass ich mir dachte, nein, komm, noch ein kleines bisschen zurück. Und es ging einfach nicht. Ja, man kennt es. Ja, das war damals aber auch der Technik halt geschuldet. Denn man wollte im Endeffekt dieselben Proportionen wie auf dem NES beibehalten. Das war das Ziel. Ja, dadurch ist ja Problem, diese Verkleinerung dieser Blöcke auch notwendig gewesen. Richtig, allgemein. Auch Mario, wenn man den, also ich habe mir eine Seite, einen technischen Vergleich angeschaut, wo man wirklich jemand sich die Mühe gemacht hat und eine Szene aus Super Mario Bros. Genommen hat und eine aus Super Mario Land, die so ähnlich war. Und hat die Figuren und die Szenerie übereinander gelegt. Es ist alles viel kleiner. Man muss aber sagen, ansonsten, abgesehen von den Proportionen, hat sich nicht viel geändert. Und dadurch, dass diese Proportionen alle so viel kleiner waren, fühlte sich die Szene ziemlich schnell an.
das kann ich auf jeden Fall für mich auch so bestätigen. Also ich habe das Gefühl, dass Mario sich deutlich schneller bewegt. Mhm, das stimmt. Ist aber wirklich, glaube ich, komplett eine Illusion, einfach weil man im Prinzip mehr Blöcke, ja, über mehr Blöcke rüberläuft, während der Bildausschnitt sich verschiebt. Ja. Aber wie du schon sagtest, sind wahrscheinlich, wenn es auf dem Super Nintendo 10 Blöcke sind oder auf dem NES, dann sind das hier auch 10 Blöcke. Nur, dass sie halt viel kleiner sind und dadurch ein Vielfaches an kognitiven Fähigkeiten erfordert, um diese Blöcke, um die Sprünge zu schaffen. Ja. Aber ansonsten, die Figur von Mario ähnelt sich schon ziemlich dem NES-Vorbild. Ja. Und auch die Kreaturen, die es auch im Original gab, also im Endeffekt die Goombas und die Koopas, das war's. Ach ja, und die Kanonenkugeln, die gibt's auch. Ach ja, stimmt. Es gibt theoretisch auch die Piranha-Pflanzen, aber die sehen ja auch anders aus. Das sind ja, keine Ahnung, was sind das, Tulpen? Ja, Piranha-Tulpen. Gab's einen Deal mit dem holländischen Blumenverkäufer. In der Hinsicht haben sie es echt gut gemacht. Was sie nicht so geil hingekriegt haben, war die Steuerung, fand ich. Denn ich habe so oft in Sprüngen, gerade wenn es so vertikale Sprünge waren, diagonale Sprünge, dann habe ich so oft teilweise verspätete Reaktionen gehabt. Ich weiß nicht, ob das am Emulator lag, auf der Switch, aber ich hatte das auch so in Erinnerung, dass das früher viele Bildschirme Tode gab, aufgrund der teilweise etwas unpräzisen Steuerung und weil Mario teilweise auch ein bisschen träge reagiert hat. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Ich hatte vor allem aber auch diese Probleme mit diesen Floaty-Plattformen, die halt durch die Level schweben, weil oftmals nicht ganz ersichtlich war, wo jetzt dieser Point of Return war, wo die ja umdrehen und sich wieder zurückbewegen. Und teilweise sind die Sprungpassagen schon richtig, richtig knackig und da kommen halt dann wirklich in den späteren Leveln auch viele, viele Plattformen hintereinander, die halt auch sich hier unterschiedlich, die Bewegungsradien von denen sind halt auch unterschiedlich groß, sodass das nicht definitiv der Fall war, dass wenn die Plattform links halt ganz unten war, dass die andere Plattform überhaupt erreichbar war, sondern man musste halt immer gucken, okay, schaffe ich diesen Sprung überhaupt? Sonst muss ich noch mal warten. Und wenn halt so viele Plattformen hintereinander stehen, dann kann das schon ganz schön problematisch werden. Also das waren wahrscheinlich meine häufigsten Todgründe. Ja, und was bei mir auch teilweise ein Problem war, du musst an manchen Stellen, oder musst nicht, aber es empfiehlt sich, dass du Anlauf nimmst. Und ja. Das funktioniert tatsächlich nicht ganz so toll, habe ich festgestellt. Denn wenn du Anlauf nimmst, da musst du sehr präzise springen. Und wenn dann noch Gegner im Spiel sind, die auf dich zulaufen, dann kannst du eigentlich fest davon ausgehen, dass beim kleinsten Fehler gegen den Gegner rennst, statt zu springen. Und dann entweder ein Bildschirmleben weg ist oder du zumindest wieder in deinen kleinen Mario-Zustand gebracht wirst. Das ist hier ja auch so. Man startet klein, nimmt einen Pilz auf, wird groß und kann dann die Feuerblume noch aufnehmen. Und dann gibt's noch den Stern. Also das sind so die einzigen Items, die es so gibt. Ach nee, das Herz noch. Ja. Es gibt keinen grünen Pilz, sondern ein Herz. Was hier schon Sinn macht, weil man kann ja keine Farbdarstellung oder man konnte ja keine Farben darstellen. Dementsprechend konnte man die Pilze nicht unterschiedlich kennzeichnen. Richtig. Ja. Ja, also wenn man die teilweise wirklich präzise Steuerung eines Super Mario Bros. 3 gewohnt ist, das ist ja im Vergleich Welten, wie genau punktgenau Mario da auf dem NES reagiert hat, dass man seine Sprünge richtig timen konnte und so weiter und so fort. Also gerade im Vergleich dazu war das schon noch ein bisschen behäbig. Ich weiß nicht, wie es nachher bei Super Mario Land 2 auf dem Game Boy war, ob es da besser war. Das Spiel habe ich gar keine Erinnerung mehr. Außer an den Hasenohren Mario. Ich habe auch gerade noch mal, wie immer, habe ich ja ein stilles Gameplay nebenbei laufen. Und mir sind noch mal so zwei, drei Designentscheidungen aufgefallen. In dem zweiten Shoot-em-up-Level kommen aus den Röhren einfach Fäuste, was ich schon sehr weird fand. Ja, stimmt.
Und was ich auch nicht verstehe, ist, Mario springt ja im Prinzip von diesen Leveln zu Leveln, zu den Osterinseln und danach nach Asien und so. Und in irgendeins der Level, ich weiß jetzt nicht, ob das die Osterinseln waren, aber da landet er mit dem UFO. Osterinseln, ja, das ist nicht die Osterinseln. Warum? So, das wird zu 0% vorher oder so oder auch nachher erklärt. Einfach gar nicht. Das ist, ja, hat sich also, halt, ist halt einfach so. Er hat sich das gegnerische UFO geschnappt, das irgendwo in der Pyramide im Level vorher stand und hat sich gedacht, jetzt fliege ich damit zu den Osterinseln. Ja, aber passt zum generellen Designentscheidung des Spiels auf jeden Fall. Ja, was ich auch eine interessante, also tatsächlich interessant fand, war auch das Ende vom Level. Denn es ist ja nicht so wie beim normalen Mario, dass man irgendwo an eine Fahne springen muss und dann kriegt man noch ein paar Punkte für den Highscore, sondern jeder Level hat ja zwei Ausgänge. Ja. Einen einfachen, der einen zum nächsten Level bringt und dann noch einen, wo man teilweise schon knifflige Sprungpassagen schaffen muss. Und dann kommt man in so eine Art Minigame, wo man zum richtigen Zeitpunkt drücken muss und dann extra Leben oder eine Feuerblume abstauben kann. Ja, richtig. Ist auch interessant, aber ich muss sagen, dass hat mir beim zweiten Durchlauf auf jeden Fall garantiert, dass ich nicht dass ich genug Leben hatte, um nicht zu scheitern. Ja, wobei man natürlich auch mal ein bisschen Glück brauchte, weil, also ich habe bis zu diesem heutigen Zeitpunkt keine Strategie rausgefunden, wie man diese Leitern in dem Bonusspiel so platziert, dass man beispielsweise garantiert die 3 Leben bekommt. Das ist meines Wissens nach komplett random und nicht kontrollierbar. Also meine Taktik war immer sofort, die ganze Zeit schon auf den A-Knopf drücken, während das schon lädt, damit er dann immer sofort losgeht. Und da hatte ich meistens ein gutes Ergebnis. Okay. Also hier pro Tipp vom Onkel Flo. Es ist hundertprozentig zufällig. Ja. Hast du noch was oder sollen wir noch mal über die Musik sprechen? Ja, reden wir über die Musik. Die Musik ist wild. Ja, ich finde, das fängt schon an bei, woran ich direkt denken muss, wenn man einen Stern einsammelt, hat ja eigentlich jedes Mario-Spiel diese ikonische Sternmusik. Ja. Ja, das ist hier nicht der Fall. Nee, überhaupt nicht. Also es macht auch wieder alles komplett anders. Gott, ist das eigentlich eine bekannte Melodie, die kommt, wenn der Stern? Das habe ich mich auch gefragt tatsächlich, weil irgendwas sagt sie mir in meinem Kopf, aber ich weiß nicht, ob ich das Spiel einfach so viel gespielt habe, dass sie das eingebrannt hat, oder da bin ich mir selber jetzt nicht sicher. Da gibt es mit Sicherheit Experten, die da mehr zu wissen. Wenn da einer draußen ist, sagt gerne Bescheid, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, mich auch. Also, und was ich, also apropos eingebrannt, die Melodie des ersten Levels. Ja. Die ist ja catchy as fuck. Ja. Also wirklich, ich habe mir schon die ist nach dem Spiel, hatte ich die noch wirklich ungelogen Tage im Kopf. Ja, definitiv. Und im Allgemeinen, die Musik ist wirklich gut geworden, finde ich. Also von der Welt 4 ist die, fand ich sie ein bisschen komisch. Ja. Da war sie ein bisschen arg auf asiatisch, Klischee, chinesisch gemacht. Aber auch die Melodie in den Höhlen oder in der Pyramide, das klingt alles, also durchdacht. Also da hat wirklich, es gibt ja nicht so viele unterschiedliche Lieder. Also das hält sich alles in Grenzen. Aber jeder Song bleibt so ein bisschen im Kopf und hat so ein gewisses Ohrwurmpotenzial. Und da hat der Komponist, ich habe mir seinen Namen leider nicht aufgeschrieben, Schande über mich, wirklich tolle Arbeit geleistet. Das war, glaube ich, noch ein erfahrener, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, schon ein erfahrener Veteran, ja, der Spiele Musik. Ich weiß auch den Namen gerade nicht, aber da hast du recht. Also es war nicht ja, jetzt bin ich gerade richtig dumm. Wie heißt dann hier der Master-Komponist von Nintendo? Jetzt stellst du mich auch gerade total bloß, ja. Mist, ja. Ja, es war er nicht. Ja, genau, das war er nicht. Aber, aber es war trotzdem ein Erfahrener, den sie da an die Seite gestellt haben. Und das merkt man auf jeden Fall auch.
weil das sind ja im Prinzip Melodien, die es auch in nachfolgenden Titeln eigentlich nie wieder zu hören gab. Aber ja, sie sind trotzdem so ikonisch, dass man selbst, wenn man dieses Spiel gespielt hat, irgendwann mal in seinem Leben und es jetzt zum Beispiel in der im Nintendo Online-Abo nochmal nachholt, dann sind das Melodien, wo man direkt wieder sich denkt, wow, was ist das denn? Das kenne ich. Ach krass, ja, der Song und sowas. Das sind auf jeden Fall ikonische Sachen, die es halt einfach nicht in andere Spiele geschafft haben, aber meiner Meinung nach das Potenzial dazu gehabt hätten, ohne Frage. Ja. Wollen wir zum Schluss noch mal über das Cover reden? Ja, das Cover, ja. Also, du hast, glaube ich, vorher schon angeteasert im Vorgespräch, dass das eins deiner Kaufgründe war, ne? Ja, also mal davon ab, dass ich das gerne das Spiel wollte, aber ja, also jetzt ganz kurz, pausiert den Podcast, geht in euren Browser oder sonst was und gebt Super Mario Land Cover ein und guckt euch das mal an. Lasst das mal auf euch wirken. Ich habe selten ein so unruhiges Cover bei einem Mario-Spiel gesehen wie das. Als Kind fand ich das geil. Wenn ich das jetzt sehe, denke ich mir, oh Gottes Willen. Also wir haben in der Mitte Mario, der über Wasser läuft und vor einer Sphinx flieht, die mit Feuer nach ihm schießt. Prinzessin Daisy weicht da gerade einem Fisch aus, einem Knochenfisch, der aus dem Wasser hochspringt. Ein paar Goombas rennen auf sie zu. Unter Wasser sehen wir dann das U-Boot aus der Shoot-em-up-Passage mit dem Boss, der da mit diesem Octopus-Boss und zwei anderen Fischgegnern. Rechts haben wir die Osterinseln mit diesen Maui-Steinen da, die sich bewegen. Und oben fliegt der Oberbösewicht Tatanga mit seinem Raumschiff lang. Und ja, das war als Kind, als ich das bekommen habe, das Spiel. Wir waren da einkaufen, das weiß ich noch, in einem großen Einkaufszentrum. Und das hat meine Mutter dann, glaube ich, sind wir im Laden, hat sie es mir gekauft und dann musste ich ja noch mit, weil wir mussten ja noch Einkäufe machen und so weiter und so fort. Und ich habe die ganze Zeit diese Packung in der Hand gehalten und mir dieses Cover auf mich wirken lassen und mir angeschaut und mir gedacht zu vorhin, boah, das muss ja so geil sein. Und das war auch gerade tatsächlich mein Gedanke, den ich dazu schon hatte, weil im Nachhinein ist das ergibt das schon Sinn, weil es sind ja alles, all diese Elemente drin, die in diesem Spiel auch vorhanden sind. Und als Kind waren wir ja einfache Geister im Gegensatz zu heute. Und haben im Prinzip drauf geguckt und wahrscheinlich gedacht haben, boah, das ist ja das unfassbarste Abenteuer, was es jemals gegeben hat. Das brauche ich unbedingt. Ja. Und deswegen, wenn ich hier höre, dass du dieses Cover die ganze Zeit im Einkaufsladen angeguckt hast, denn ich kann es mir gut vorstellen. Also das ist schon ein Meisterwerk an sich. Also ich glaube, jeder Packungsdesigner würde sich heute die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sich denken, um Gottes Willen, das kannst du doch nicht so machen. Aber es ist, ich find's großartig. Ja, gerade wo heute Designs ja oft auf ja besonders clean getrimmt sind und nicht so viel, so viele Inhalte, keine Reizüberflutung, ist das absolute Gegenteil. Einfach alles reingemacht, was irgendwie für dieses Spiel steht. Und wir müssen allen zeigen, was wir da haben. Und ja, ist aber auch ein Produkt seiner Zeit. Und ich finde das immer ganz schön. Ja, definitiv. Ja, gut. Wir sind gar nicht so schlecht. Wir haben am Anfang noch gesagt, der Podcast wird vielleicht gar nicht so lange, wie das Spiel dauert. Und jetzt sind wir bei der 43-Minuten-Marke. Ja, perfekt. Hast du noch was? Nee, außer dass ich sagen möchte, das ist natürlich blöd am Ende. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ihr spielt das Spiel nebenbei. Dann haben wir vielleicht die richtige Länge, damit ihr die Credits-Rolls am Ende seht. Aber ja, das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Ah, Mensch. Nee, ich glaube, wir haben auch die obligatorische Frage, die wir am Ende von dem Retro-Cast immer haben, wo kann ich das Spiel heute noch nachholen? Nintendo Online-Abonnement auf der Nintendo Switch. Da habt ihr es im Gameboy-Emulator drin. Schaut mal rein. Es ist ein schönes Stück Spielegeschichte. Und es macht Spaß. Also es hat wirklich Spaß gemacht, das nochmal durchzuspielen. Und wie gesagt, so 40 Minuten bis eine Stunde. Genau. Gerade also in den Zeiten jetzt heute, wo die Spiele ja immer länger werden, ist einfach
Also das kann ich auch mit gutem Gewissen sagen. Manchmal ist es ja bei so diesen älteren Spielen, dann prügelt man sich durch gewisse Szenarien und durch gewisse Szenen so ein bisschen durch. Und das ist meiner Meinung nach hier gar nicht der Fall, weil das halt so schnell wieder endet, dass man einfach, das ist so ein willkommener Snack einfach. Ja, schön gesagt. Der kleine Snack für zwischendurch. Und das könnt ihr wirklich problemlos spielen. Und dringende Empfehlung. Wer es noch nicht gespielt hat, holt's nach. Wer jetzt denkt, boah, das habe ich damals auch gespielt, holt's mal wieder nach. Ja. Ja. Und dann, ja, Kim, war es mir ein Fest? Ja, war schön, nach unserer unfreiwilligen Pause endlich mal wieder voneinander zu hören. Also es ist ja nicht so, dass wir sonst nie voneinander hören, aber hat doch wieder Spaß gemacht. Ja, wir werden jetzt auch wieder öfters Podcasts rausbringen, denn diejenigen, die ntower.de nicht oder beziehungsweise nicht oft auf ntower.de surfen oder gar nicht, vielleicht noch mal ganz kurz, wir hatten jetzt zum einen zeittechnisch und auch technisch bedingt eine kleine Minipause angelegt. Also nur, falls ihr euch jetzt wundert, das haben wir natürlich jetzt am Schluss auch wieder, auch geil. warum kommt denn jetzt nach so einer langen Pause erst die nächste Folge? Das lag einfach daran, dass wir zum einen, wie gesagt, privat auch einiges immer um die Ohren hatten. Ich mit meiner neugeborenen Tochter und so weiter hatte jetzt auch nicht wirklich so die große Muße, was aufzunehmen und so weiter und so fort. Und bei allen anderen Castern war es auch eher ein bisschen ungünstig vom Beruflichen und so weiter und so fort. Und ja, jetzt wird sich das hoffentlich wieder bessern. Wir haben auch schon das nächste Nicht-Retro-Thema im Visier. Hatten wir uns da schon auf ein bisschen was geeinigt? Ich glaube, der Micha hatte was vorgeschlagen. Ach so, ich habe gerade schon Schweißausbrüche gekriegt, weil ich dachte, was will Flo jetzt von mir? Ich weiß absolut nicht, was er möchte. Nee, Micha hatte was gesagt zum Thema. Oh Gott. Ja, das musst du jetzt sagen. Ich bin raus. Ich weiß, dass er was erwähnt hatte, aber ich habe es auch vergessen. Boah, ich hab's vergessen. Ich scroll hier gerade auch durch unser genau. Wie bewerten wir eigentlich Games, die nicht dem Standard entsprechen? Ah ja, stimmt. Da ist ja gerade aktuell das Spiel Hellblade 2. Gerade ganz aktuell. Mhm. Wo sich ja auch die Geister dran scheiden. Ist das noch ein Spiel? Ist das ein interaktiver Film? Also ist ein kleines interaktives Filmchen oder? Wie bewertet man sowas eigentlich? Und ich glaube, an der Idee kann man festhalten. Ich finde das mega spannend. Aber wir schauen mal. Wir haben einige Sachen in der Pipeline. Super cool. Jetzt hast du es quasi schon angeteased, obwohl wir uns selber noch gar nicht einig waren, ob wir das machen. Dann werden wir es wohl machen müssen. Wir haben schon öfters Themen angeteasert, die erst Monate später kamen. Ja, okay. Keine Sorge. Das sind die Leute gewohnt. lasst euch überraschen, was als nächstes kommt. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder euch unsere Arbeit gefällt, dann würden wir uns wirklich freuen, wenn ihr uns bei iTunes, Amazon Music, Spotify, Deezer, ich glaube, das war's, eine vielleicht nette 5-Sterne-Bewertung dalasst. Würde uns freuen. Ansonsten freuen wir uns auf ntower.de. Immer unter den jeweiligen Beiträgen, also wir haben immer für jeden Podcast eine News, wenn ihr da einen Kommentar hinterlasst, wie ihr es gefunden habt. Wenn ihr ins Forum auf ntower.de guckt, da haben wir auch einen extra Podcast-Thread, wo ihr Vorschläge eingeben könnt, die wir auch sehr gerne beachten würden, wenn es mal jemand tun würde, wo ihr Lob, Kritik und sonst was rausgeben könnt. Wir freuen uns immer über Feedback. Das ist auch so ein bisschen der kleine Motor, der uns immer so motiviert hält. Deswegen sagt uns, ob ihr uns toll oder scheiße findet. Wenn ihr uns scheiße findet, bitte sagt's nett. Aber auch das ist okay. Aber auch das ist okay. Wir wollen hier nicht irgendwie nur Lobhudelei. Wenn ihr irgendwie euch denkt, nee, das könnte besser sein, immer her damit. Wir freuen uns immer über konstruktives Feedback. Und ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal, Kim. Ja, bis dann. Ciao. Ciao.